René Peter Baumann, besser bekannt unter seinem Künstlernamen DJ Bobo, ist ein Schweizer Sänger, Rapper, Tänzer, Komponist und Musikproduzent, geboren am 5. Januar 1968 in Kölliken, Kanton Aargau. DJ Bobo hat im Laufe seiner Karriere unvergessliche Momente und große Freude erlebt. Während der Eurodance-Ära war er als König des Tanzens bekannt und seine Alben sind auch heute noch erfolgreich. Die Kombination aus Popmusik und Tanzfläche hat DJ Bobo berühmt gemacht und er wird von vielen Fans auf der ganzen Welt bewundert. Ob die Liebe von DJ Bobo wie erwartet sein wird oder nicht, gibt es keine konkreten Informationen. Er hatte jedoch ein stabiles und glückliches Familienleben. Die Familie von DJ Bobo hat keine der Öffentlichkeit bekannten Tragödien erlebt. Er führt ein friedliches und glückliches Leben mit seiner Frau und seinen Kindern. Obwohl DJ Bobos Leben nicht ohne Herausforderungen und Schwierigkeiten ist, haben ihm diese Erfahrungen geholfen, zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. In seiner Karriere mag es traurige und schwierige Zeiten gegeben haben, aber diese Herausforderungen haben ihm auch geholfen, stärker zu werden und wertvolle Lektionen zu lernen. Eines der traurigsten Ende seit Beginn seiner Karriere dürfte die Zeit gewesen sein, in der DJ Bobo mit Arbeitsdruck und Konkurrenz in der Musikindustrie konfrontiert war. Mit Geduld und Entschlossenheit meisterte er jedoch alle Herausforderungen, schuf weiterhin hervorragende Musikprodukte und beeindruckte das Publikum auf der ganzen Welt. DJ Bobo ist im Laufe seiner Karriere nicht nur eine musikalische Ikone, sondern auch eine kulturelle Ikone, insbesondere in der Tanz- und Popmusikbranche. Er hat bedeutende Beiträge zur Musikindustrie geleistet und die Entwicklung des Eurodance-Genres vorangetrieben. Die Kreativität und der Enthusiasmus von DJ Bobo haben Millionen von Fans auf der ganzen Welt angezogen und eine starke Community rund um seinen Namen geschaffen. Obwohl es keine spezifischen Informationen über DJ Bobos Liebesleben gibt, ist es klar, dass er in seinem Familienleben Stabilität und Glück gefunden hat. Die Wärme und das Glück familiärer Beziehungen haben ihm möglicherweise dabei geholfen, berufliche Herausforderungen zu meistern und bedeutungsvolle Kunstwerke zu schaffen. Zu den Herausforderungen in der Karriere von DJ Bobo gehören möglicherweise Arbeitsdruck, Konkurrenz in der Musikindustrie und Druck durch die Erwartungen des Publikums. Diese Schwierigkeiten halfen ihm jedoch auch, sich beruflich weiterzuentwickeln und zu wachsen. Das traurigste Ende in DJ Bobos Karriere könnten die Misserfolge und Schwierigkeiten sein, mit denen er beim Aufbau seines Namens konfrontiert war. Doch mit Geduld und Entschlossenheit überwand er alle Hindernisse und entwickelte sich weiter zu einem der Top-Künstler der Musikindustrie. Das Leben und die Karriere von DJ Bobo sind eine lange, farbenfrohe und vielschichtige Reise. Er hat Höhen und Tiefen erlebt, von Höhepunkten des Erfolgs bis hin zu schwierigen und schmerzhaften Herausforderungen. Im Laufe seiner Karriere hat DJ Bobo mit seiner Musik Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Freude und Glück gebracht. Seine lebhaften Auftritte, seine energiegeladene Musik und seine grenzenlose Kreativität haben die Stimmung der Fans gefesselt und angeregt. Trotz der Schwierigkeiten und Herausforderungen gilt DJ Bobos Familienleben als Quelle der Ermutigung und Stabilität für ihn. Die Liebe und Unterstützung seiner Frau und seiner Kinder halfen ihm, alle Schwierigkeiten zu überwinden und Freude am Leben zu finden. Doch wie jeder andere erlebt auch DJ Bobo in seinem Leben und seiner Karriere Traurigkeit und Misserfolge. Zeiten des Scheiterns und der Schwierigkeiten können dazu führen, dass er das Selbstvertrauen verliert, aber durch sie lernt er wertvolle Lektionen und wird stärker. Letztendlich ist DJ Bobo nicht nur ein Musikstar, sondern auch eine kulturelle Ikone, eine Inspiration für Millionen von Menschen weltweit.
Seine Standhaftigkeit, sein Engagement und sein Enthusiasmus haben ein großes Erbe in der Musikindustrie geschaffen. Obwohl DJ Bobo viel Erfolg und Ruhm erlangt hat, bewahrt er seinen Fans gegenüber immer noch einen Geist der Bescheidenheit und Dankbarkeit. Er stellt seine Fans immer in den Mittelpunkt und versucht immer, ihnen die unvergesslichsten Musikerlebnisse zu bieten. Trotz aller Strapazen und Herausforderungen glaubt DJ Bobo immer noch an sich selbst und seine Mission in der Musikindustrie. Seine Leidenschaft und sein Engagement für die Kunst haben ihm geholfen, alle Barrieren zu überwinden und weiterzuwachsen. Rückblickend mag es in DJ Bobos Leben und Karriere traurige Momente gegeben haben, aber diese Erfahrungen haben ihm geholfen, erwachsen zu werden und stärker zu werden. Selbst Misserfolge sind zu wertvollen Lektionen geworden, die ihm helfen, sich weiterzuentwickeln und in Zukunft erfolgreicher zu sein. Letztendlich ist DJ Bobo eine Musikikone und eine Inspiration für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Seine Beharrlichkeit, Kreativität und Begeisterung haben die Musikindustrie und das Leben seiner Fans unauslöschlich null. Jetzt fangen wir mal an, wir gehen mit A in Q1. Okay? Also irgendwie in der Form muss man ja anfangen, also man kann am Anfang ein A haben. Da gehen wir mal hier rüber in Q1 mit einem A. So. Jetzt können wir uns mal Folgendes vornehmen. Hier ist so eine Trennlinie. Und wir merken uns, ob wir gerade oder ungerade Anzahl von A's bislang hatten, dadurch, dass wir auf der entsprechenden Seite dieser roten Linie sind. Links haben wir eine gerade Anzahl von A's und rechts eine ungerade. Ja? Sie hatten nur 0 A's, rechts haben wir jetzt ein A. Wenn wir jetzt das zweite A lesen, wechseln wir die Seite. Okay, das heißt, links A gerade, rechts A, also WA gerade, rechts WA ungerade. Natürlich sind wir noch nicht fertig, denn wir nähern uns ja erst der Lösung, aber das soll das Prinzip sein. Wenn ich jetzt 6 A's lese, rechts, links, rechts, links, rechts, links, bin ich links, weil die Anzahl gerade. Also angenommen, ich hätte jetzt nur A's. Jetzt habe ich aber auch B's. Damit geht man sozusagen in eine zweite Dimension. Wenn man sich überlegen, man muss sich merken, ob B's, die Anzahl der B's bislang gerade oder ungerade war. Da könnte man doch Folgendes machen. Wir machen hier eine zweite Trennlinie auf. Und hier oben ist ebenfalls wie die Anzahl der Bs gerade und hier unten ist die Anzahl der Bs ungerade. Ja? So. Wenn ich jetzt hier von dem mit einem B hier runtergehe, habe ich definitiv eine ungerade Anzahl von Bs, nämlich nur ein B. Wir nähern uns jetzt stückweise. Ne? Wir können noch nicht alle Wörter erkennen, aber zumindest kriegen wir jetzt alle die mit geraden A's und einem B. Damit hätten wir doch schon mal ein Wort, das erkannt wird von dem Automaten. Richtig? Wenn ich jetzt noch ein B lese, was mache ich dann? Ja? Ja? Nee, jetzt habe ich. Ja, also wo muss ich hin mit einem weiteren B? Geschickterweise nach oben.